ob ich mich deutsch fühle. Teilweise. So ein kleiner Teil von mir ist schon eingedeutscht. Und vielleicht war auch ein bisschen deutsch schon vorher. Menschen würden mich wahrscheinlich als sehr deutsch beschreiben. Wenn man meine Verwandtschaft in Israel fragt, die würden auf jeden Fall sagen, ich bin sehr deutsch. Meine Mutter sagt, ich bin so preußisch wie mein Opa Fritz. Ja, ich fühle mich ganz klar als Teil der deutschen Gesellschaft, gerade mit meinem Beruf. Ich fühle mich als Teil dieser Gesellschaft, weil ich hier gut integriert bin und arbeite hier und zahle mal meine Steuern sozusagen. Ich gebe zu, ich bin Berlinerin. Berlinerinnen sind einfach, Berlinerinnen, sie sind noch nicht mal Deutsche. Sie sind einfach sehr speziell. Damals, als ich geboren bin und bis zum Ende meines Studiums war Berlin eine Insel. Also ich bin in Ostdeutschland groß geworden und sozialisiert und da ist man natürlich irgendwo auch primär deutsch. Ich sehe mich immer so als Europäerin, Weltenbürgerin. Aber im Inneren bin ich, ja, ich bin und werde Jude bleiben sozusagen. Für mich eine Uniform zu tragen bei der Bundeswehr oder bei der Polizei war nie ein Problem. Mit der Uniform das einzige Mal, wo das wirklich... wo ich da wirklich an irgendwie den Zweiten Weltkrieg oder so gedacht hatte, ist, als wir bei der Vereidigung den großen Dienstanzug auch mit dem langen grauen Mantel und den Kampfstiefeln anhatten. Für mich war das eine Gegebenheit, selbstverständlich, ohne dass ich darüber groß nachdenken musste. Ob meine Arbeit auch irgendwie mich verbindet mit dem Gefühl, dass ich so Zugehörigkeit habe zu Deutschland, auf jeden Fall. Ich habe auch mehr mit... Leuten aus ganz Deutschland zu tun, also in der Grundausbildung zum Beispiel. Sonst hab ich eigentlich eher so in der Berliner, teilweise auch einfach nur jüdischen Bubble gelebt. Ich habe durch meine Arbeit viel gelernt über deutsches System, viel gelernt über wie viel Mühe auch Deutschland macht, um diese Menschen hier zu integrieren. Ich wünschte, das wäre so. Weil von den Werten, die öffentlich propagiert werden. Das ist ja alles, was womit ich mich total identifizieren würde. Aber ich erlebe in diesen Camps nicht, dass die Menschen willkommen geheißen werden. Und ich würde nicht sagen, ich schäme mich dafür, aber das will ich nicht repräsentieren. Aber trotzdem war ich nie was anderes als Deutsche. Und ich habe auch nur einen deutschen Pass. Ich bin eigentlich sehr gerne Berlinerin und möchte es auch bleiben und möchte einfach akzeptiert werden als eine Jüdin in Berlin. Und verantwortlich gemacht werden für die israelische Politik, genauso wenig wie für die deutsche Politik. Aber wenigstens die deutsche Politik kann ich mit beeinflussen. Wenn ich Israel vermisse... Ich glaube immer ein bisschen. Die Ukraine, ich muss sagen, also die Ukraine vermisse ich gar nicht. Woanders hinzuziehen außerhalb Deutschlands wäre vielleicht irgendwie eine Option. Also das. Nein. In der Tat habe ich nie darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen. Nein. Ich gerade Berlin. Ich liebe Berlin unglaublich. Man sollte niemals nie sagen, aber gerade will ich weder aus Deutschland noch aus Berlin weg. Ja, ich habe mir schon gedacht, irgendwie nach Israel auszuwandern, weil ich muss sagen, hier ist das Klima nicht so perfekt, aber dort ist bestimmt auch nicht so einfach.